Will meine Kippen. Das ist der einzige Stand, der noch heißer ist als der Hochofen von Thyssen. Weltklasse, die Glut. Weltklasse. Weltklasse. Wo sind denn meine Zigaretten jetzt wieder? Verdammte Scheiße, ey. Komm, Alex, mach mal die Brötchen. Ich hab keinen Bock mehr hier. Scheiße. Was ist das denn für eine Scheiße? Nee, 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 nee. Ist das immer eine Maloche, ey. Seit 1 Uhr morgens auf den Beinen. Das ist ein Hardcore-Job. Also geht im Rücken rein. Knochen sind kaputt, aber irgendwann merkst du vor lauter Schmerzen. Merkst du das einfach nicht mehr. Ne? Du stehst morgens auf, das macht knack, knack, knack. Und dann war es dann. Ne? Da musst du durch. Ne? Wie jeden Samstag. Fürstenplatz, Düsseldorf. Am Nachmittag spielt der MSV. Ich gehe seit meinem 14. Lebensjahr gehe ich hin. Ne? Zum MSV 36 Jahre jetzt. Ne? In den anderen Vereinen gab es nicht. Ne? Erstmal ist ein Freund von mir gegangen, dann bin ich mit dem Opa hingefahren. Erst auf Tribüne, nachher mit meinem Vater in der Kurve. Dann war ich auch derjenige, der angefeuert hat. Und was heute die moderne Ultraszene ist, waren wir früher in der Kurve. Ne? Früher war alles besser. Früher war doch schön. Tradition. Da bist du auswärts, bist du 12 Stunden gefahren, 10 Stunden gefahren. Hast den Arsch voll gekriegt, bist du nach Hause gefahren, war ehrlich. Einfach geil. Ob du verloren hast oder nicht, aber es hat halt zusammengeschweißt. Wir sind immer so mit 40, 50 Mann sind wir gefahren. Wichtigste Aufgabe vor dem Spiel, die Fangruppen der beteiligten Vereine räumlich voneinander zu trennen. Wo immer heiß herging, war Essen. Da ging es schon vor dem Spiel ab, nach dem Spiel ab. Was haben wir gekriegt? Die Kaum! Es geht bisweilen zur Sache. Danny Wustlich mittendrin. Natürlich ist es blöd, was man damals gemacht hat, aber das gehörte einfach dazu beim Fußball damals. Ne? Das ist halt immer so. Und das war aber ein ordentliches Kräftemessen. Das ging auch fair zu, wenn einer lag, lag der. Heutzutage mit der Raketenschießerei, mit der Gürtel, mit dem Messer und dieser ganze Quatsch. Der Normalzuschauer in Sachen Fußball sieht solche Bilder kaum. Wir sind ja alle jetzt im Alter 50, 60, teilweise noch älter. Ne? Die triffst da nochmal eine Pommesbude, dann war dann. Ne? Man ist nicht mehr. Die sind froh, wenn sie nach Hause kommen, auf der Couch sitzen. Ne? Die Zeiten sind vorbei. Ja. Was ist das hier für eine Scheiße? Butterhörnchen fertig, 80 Stück kommt das hin. Fertige? Ja. Wo siehst du hier Butterhörnchen bitte? Wir haben gar keine Butterhörnchen. Und Croissants? Croissants haben wir, aber keine Butterhörnchen. Das ist das Schlimmste, was passieren kann jetzt. Wir haben keine Hörnchen. Wir haben zu wenig Hörnchen. Wir brauchen immer 100, 120 Hörnchen. Wir haben gerade mal 50 Stück. Das ist einfach 200 Euro Umsatz, die fehlen. So, die muss ich jetzt einfach mal reinholen. Wo ist der Chef ab? Jetzt 10 Minuten, Mesut. Hast einen neuen LKW, muss mal Gas geben. Bringst du mir die? Ich nehme die an der Straße an. Geiler Verein, ne? Ja? Meine Liebe. Nur Duisburg-Fans dürfen uns beliefern. Ja! Was für ein Fan bist du denn von da hinten? Dortmund. Dortmund? Gib mal den Kaffee her. Ich muss mal den Kaffee wieder ausschütten. Dortmund, sagt er. Dortmund. Weißt du, kommt hier hin, sieht meinen Schal, macht dir einen auf Freund, weißt du? Die brauchen kein Dortmund-Trikot. Oder so. Auch jetzt in der Schulklasse, die haben nur Bayern- und Dortmund-Trikot. Ja. Und mein Sohn hat ein MSV-Trikot. Ende. Ah, ja. Wie viel haben wir jetzt? Ungefähr. 6 oder 7. Ja. So, in einer halben Stunde geht die Post ab. Wer ist der Schreck von wieder rein? Nur der MSV, Alter. Wer sammelt alle Punkte ein? Nur der MSV. Wer spielt der Gegner an die Wand? Nur der MSV. Wer hat die besten Fans im Land? Nur der MSV. Alter. Die sind gratis vom Haus. Dankeschön. Früher so ein Hopp. Und auch ein Ferry Schmidt. Und auch die Spieler. Die sind auch ein Saufengang danach. Und da wurde auch nach dem Spiel noch mit den Fans auch gequatscht. So. Und heute, ja, heute gewinnen sie nicht. Tragen Gucci, Prada, Louis Vuitton. Sehen super aus, schießen aber keine Tore. Ne? Hast du noch eine Frage? Ja, die Scheiße. Was hat Ihnen der Club gegeben in den letzten 36 Jahren? Minusstände auf dem Konto. Herzschmerz. Viel Freude. Hier haben ja zwei Leute nur zu bestimmen. Das ist Wald und Grillisch, sonst keiner. Hier gibt es keinen Expertenrat. Die lassen sich nicht irgendwo
mal, die sind völlig beratungsresistent. Ja, was willst du da machen? Ich möchte hier mal wieder Profifußball sehen und nicht. Ja, aber Profifußball sind wir so meilenweit entfernt. Mach's gut. Tschö, hau rein, bleib gesund. Kippe, Mark zu Ende, Arsch lecken. But I don't know where I'm going. But I sure know where I've been. Da ist ein Sound, der geht bis in die Eier. Das ist so geil, weißt du? Man hört so eine Mucke, man meint, man kann singen. Man kann gar nicht singen, aber du fühlst dich trotzdem so geil, als wenn du singen kannst. Das ist doch voll geil, oder? I'm gonna hold on for the rest of my days. Welche Gefühle begleiten Sie jetzt, wenn Sie Richtung Stadion kommen, aber nicht rein dürfen? Schrott, totale Scheiße. Das ist einfach der letzte Scheiß, die Spieler spielen. Ne? Früher in der Kurve, da hast du auf die Currywürstchen gefreut oder sonst was, jetzt im Moment. Ja, das ist halt, man vermisst halt den Fußball so sehr und da fehlt halt was. Ne? Was befürchten Sie da für so einen Drittligisten wie den MSV Duisburg? Dass er nicht mehr lange durchhalten, wenn es so weitergeht. Ja? Dass er einfach nicht mehr durchhalten, aber da muss man nach anderen Wegen suchen. Da muss jeder muss Opfer bringen, wenn er den Verein bis zum geht nicht mehr in dieser Verein weiter bestehen bleibt. Wie steht's beim MSV? 0-0. 44. Minute. Ja, zu Hause gegen Uerdingen, Krefeld. Aber 0-0 ist besser als 0-1. Na, jetzt geht mein Handy nicht an. So, jetzt. 0-1. Ich kurz rein. Ich brech gleich jetzt und hau gleich die Karre kaputt. Stehst den ganzen Tag auf dem Markt und dann krieg ich auch noch ein Tor rein vor den Affenärschen aus Krefeld. Komm, interview mich, ich hab schon wieder einen Vollhals. Ehrlich, da krieg ich einen Kackreiz bei. Mann, ehrlich, scheiße. Dreh gleich durch. Kann doch nicht wahr sein. Mein Gott, nee. Alles scheiße. Dreh ich mich gerade voll auf. Bloß keiner vor den Ordnern jetzt blöd kommen, ehrlich. Boah. Kann doch nicht wahr sein, ey. Hunderte Tore hat er geschossen. Guck mal, der kriegt 2 Quadratmeter Büsche. Musst du mal reinziehen, wie lächerlich. So viel hat er für den Verein getan. Und er kriegt ja da so eine Kacke, da nennt ihn Denkmal. So ein Scheiß. Anstatt die ganze Tribüne mit seinem Namen streichen. Kriegt er da so ein Poster, was schon ausgeblichen ist von der Sonne. Und dann haben sie noch nicht mal das Geld, um ein ganzes Plakat zu machen. Da ist doch sogar noch der Ball halb drauf. So ein Scheißverein. So ein Mann muss doch ganz anders huldigen. Das ist doch ein Witz, ist doch sowas. Was sie ihn da hingestellt haben. Witz. Ein 30-Euro Plakat da und so 5 Büsche aus dem Baumarkt. Ich rege mich darüber nur noch mehr auf, als über das Ergebnis. Tut schon weh, wenn du hier draußen stehst, kannst nicht rein und da liegt der Verein auch noch zurück. Tut schon weh. Ich vermisse das auf jeden Fall wahnsinnig. Aber was ist es? Werden Sie hingehen, wenn es auch weiter runtergeht? Ja klar, immer. Ist mir scheißegal. Immer weiter. Muss. Du hast den Verein ja ausgesucht. Ne? Wechselst auch nicht nach 6 Jahren die Frau, ne? Wenn die mal ein Bein verliert. Und hier verliert der Verein halt mal. Ne? Was willst du denn machen? Ne? So geht das. Ne? Kannst du ja nicht immer aussuchen. Wenn du einen Verein gewählt hast und du hast das Herzblut dafür, da kann kommen, wer will. Wenn ich in andere Stadion fahre und ich sehe ein Top-Spiel, habe ich trotzdem kein Herzblut. Wenn ich meinen Kumpel nach Gladbach fahre und der feuert seinen Verein an, dann geht mir halt voll am Arsch vorbei. Gut, ich sehe ein tolles Spiel, aber ich freue mich auch auf der Halbzeit. Ne? Und ich freue mich auch auf den Abpfiff. So ist das einfach. Und hier gehst du rein, da fieberst du schon, wenn du schon das Flutlicht siehst, ist das schon geil. Du lachst immer noch über das Bein, ne? Aber ist egal. Mann, scheiß drauf. Das ist so. Einmal MSV, immer MSV. Und Duisburg steigt nicht noch weiter ab. Das ist einfach so. Duisburg ist Duisburg, ich scheiß auf die anderen. Naja. Stehst hier vor so einem Lattenzaun, weißt du? Vor so einem Lattenheimverein liegst wieder zurück gegen eine Mannschaft aus Uerdingen. Ich sehe das wieder nicht. Mein Gott, ist das eine Scheiße hier. 2-0. Na, fickt euch alle, ehrlich, ey. Ist doch ein Scherz, ist doch sowas, ehrlich, ey. Mein Gott, nee, ey.
Oh, nee, ich habe keinen Bock mehr. Ich fand Schimanski immer gut. Ich kann mich noch an einen erinnern, da ist er auf dem Mittelpunkt im MSV-Stadion aufgewacht. Und Duisburg, der MSV, die Fans, er hatte halt viele MSV-Fans als Fans Schimanski selber. Das war halt immer eine Brücke zum MSV, der Schimanski. Und die Stadt hat sich und die Fans haben sich damit identifiziert. Er hat immer die gleiche Jacke angehabt. Schimanski war ein Kämpfer. Er hat nie die Muffe gehabt, da reinzugehen, auch in die Zweikämpfer. Hat auch immer die Fresse voll gekriegt. Aber das ist genau das Gegenteil von der Mannschaft jetzt. Das ist doch mal das Design. Das ist mal ein Handyständer. Ja, Tor! Nein! Boah, schießt er den über Tor, du Mai, leck mich am Arsch, so. Der Stoppelkampf. Dein Handy steht. Scheiße. Alles geht wieder. Mit Kumpel Holger Fußball gucken. 1-0! Haben wir da gar nicht mitgekriegt? 1-0! Nein! Mann, jetzt haben wir Tor nicht gesehen. Der ganze Bild weg war. Ist das eine Scheiße? Alter, ist die heiß. Scheiße. Mann, doch. Also, ist ein geiles Spiel, muss man ehrlich mal sagen. Selbst ohne Zuschauer kann man das gucken. Pizza Nicotino. Elfmeter! Jawohl. Was ein Scheiß. Wie? Der letzte Weiterspiel ist 12. Elfmeter für Viktoria Köln. Er ist doch langsam Drecksverarsche. Mein Gott. Unglaublich. Gegen Viktoria Köln liegst du zurück. Jetzt steht unser Trainer wieder jetzt am Diskutieren. Das war ja allemal wirklich kein... Da wird kein Tor mehr fallen für den MSV. Du weißt, das Spiel ist gelaufen. Schwer. Mein Gott. Ja, ist ja gut. Jetzt gehe ich mal eben dran. Schatz, ich kann jetzt gerade nicht. Wir gucken gerade Fußball. Wir gucken uns gerade Desaster an. Für mich wäre der Trainer schon weg gewesen, als wir nicht aufgestiegen sind. Da war der erste Fehler. Es haben ja auch wirklich irgendwie 7 Leistungsträger den Verein verlassen. Und das ist einfach so nicht zu kompensieren. Was glauben Sie, wie viele sitzen jetzt so desillusioniert wie Sie vorm Fernseher oder vorm Handy? In Duisburg 40.000, 50.000. Und die denken genau wie wir. Die sind alle enttäuscht, ne? Ja. 8 Punkte in 8 Spielen. Einfach nur deprimierende Scheiße. Oh, komm, pfeif ab, damit das endlich hier das Trauerspiel ein Ende hat. Viktoria Köln schlägt den MSV Duisburg mit 3:1. Bleiben Sie dabei, in 5 Jahren wieder mal oben schnuppern. Zweite Liga. Zweite Liga sage ich 3 Jahre. Oder 2 Jahre. Und erste Liga vielleicht 5, 6 Jahre. Aber nur mit Sponsor. Nur wenn was passiert, sonst haben wir gar keine Chance. Sonst werden wir nie wieder aus der zweiten Liga in die erste kommen. Nie wieder. Dafür sind die anderen Mannschaften einfach zu stark geworden. Guck mal, wo Saarbrücken war. Saarbrücken war komplett im Arsch. Und die werden auch immer stärker. Wo sind wir denn jetzt? Ja, 17. Ich sehe das überhaupt nicht. Da, 17. Mensch. Bist du blind oder was? Alter. Ohne Zuschauer ist für mich Fußball, ganz ehrlich, scheiße. Motherfucking game. Absolute Scheiße. Wer schon im Stadion eine Kurve stand, hat angefeuert, hat ein Tor in der 90. Minute gemacht und du liegst da bald übereinander mit allem Mann. Das ist eine andere Atmosphäre. Das kann man gar nicht beschreiben. Man muss halt live erlebt haben. Da kannst du mal sehen, was Zuschauer ausmachen. I hate this fucking place.